Herzlich willkommen in der Marktkirche Hannover. Wir hoffen, mit Ihnen bald wieder hier Gottesdienste feiern zu können. Bis dahin senden wir Ihnen täglich geistliche Impulse. Sie ist seit über einem Monat in Deutschland, eine junge Frau aus Argentinien, die in unserer Gemeinde im Kindergarten ein freiwilliges soziales Jahr macht. Das Programm, mit dem sie gekommen ist, heißt Weltwärts. Schon seit vielen Jahren gehen junge Erwachsene, vor allem junge Frauen, in das Ausland, nach Südafrika, Indien, Lateinamerika, Palästina und anderswohin, um dort in Kindergärten, Schulen, Altenheimen und Behinderteneinrichtungen als Freiwillige tätig zu sein. Und seit einigen Jahren gibt es nun auch das Projekt von Süd nach Nord. Die junge Frau aus Argentinien ist mit dem evangelisch-lutherischen Missionswerk Niedersachsen aus einer unserer lutherischen Partnerkirchen gekommen. Sie lernt hier Deutsch, sie lernt die Pädagogik im Kindergarten und unsere Gemeinde kennen. Sie bringt ihre Erfahrungen mit, ihre Kompetenz, ihre Spiritualität und ihre Kultur. Es ist wunderbar, dass sie da ist und wir von ihr auch lernen können. Covid-19 lässt sie im Moment nicht im Kindergarten arbeiten, aber sie hilft uns zum Beispiel hier bei der Kirchenöffnung. Wir blicken in unserer Kirche auf eine lange Geschichte der Mission zurück. Oft und meist war sie gut gemeint und doch geprägt von einem Blick auf andere, als wenn die anderen allein von uns, den Europäern und Europäerinnen, die Zivilisation lernen könnten. Und auch nur wir die gute Religion bringen. Als ob wir nicht auch von ihren reichen Kulturen und Traditionen lernen könnten. Heute ist dieses Missionswerk, wie alle anderen in der Bundesrepublik, auch ganz anders aufgestellt. In Göttingen und Hermannsburg wird interkulturelle Theologie gelernt. Europäerinnen, Afrikanerinnen, Lateinamerikanerinnen und Asiatinnen lernen gemeinsam. Es gibt mit den Partnerkirchen Austausch, Besuche, Konferenzen zu Gegenwarts- und Zukunftsfragen und natürlich werden auch Projekte in Partnerkirchen finanziell gefördert. Und aktuell geht es unseren Partnerkirchen in Malawi, Äthiopien, Südafrika, Indien, Argentinien sehr schlecht. Sie können die Mitarbeitenden kaum noch bezahlen. In den armen Vierteln, die zu den Gemeinden gehören, in den Slums, sind Hygienemaßnahmen undenkbar. Die meisten Menschen leben von der Hand in den Mund als Tagelöhner, Kleinbauern, Kleinbauerinnen oder Kleinstunternehmer. Sie haben keine Reserven, auf die sie zurückgreifen können. Und von staatlicher Unterstützung können sie nur träumen. Social Distancing und Homeoffice sind für Hausangestellte und Minenarbeiter in Südafrika unmöglich. Und über Smartphones mit Datenflatrates verfügt natürlich auch fast niemand. Diese Krise offenbart neu, aber nicht überraschend, die Verteilungsungerechtigkeit in unserer Welt. Wir, die reichen Länder, profitieren schon lange von den ärmeren Ländern. Unsere Ökonomie ist auf Gewinn ausgerichtet und nicht auf Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Auch das ist nicht neu und nicht überraschend. Aber für all jene, die unter den Folgen so zu leiden haben, dass ihr Überleben gefährdet ist, müssen wir etwas tun. Ökumene, das ist unsere große Weltkirche, bedeutet ein Haus. Es kommt aus dem Griechischen. Oikos ist das Haus und Menos bedeutet eins.
Die Worte sind ähnlich. Ökonomie bedeutet Haus und Gesetz oder Haus und Regeln. Wir müssen uns entscheiden, wie wir unser weltweites Haus nun bewirtschaften und unser eines Haus der Menschen, der Kirchen und der Religionsgemeinschaften pflegen und bewahren wollen. Die Corona-Krise zeigt uns, worauf wir verzichten können und sollten und worauf wir nicht verzichten dürfen und sollten. Nicht verzichten sollten wir auf Solidarität und Empathie, auf Nächstenliebe, auf Lernen und Freude am Austausch. Auch nicht auf ein geistliches und musisch-kulturelles Leben. Wohl aber auf all das, was in den letzten Jahren ohnehin aus dem Ruder gelaufen ist, weil es unsere Lebensqualität und die unserer Kinder und Kindeskinder aller und in allen Ländern der Welt gefährdet. Die junge Frau aus Argentinien ist uns herzlich willkommen. Sie wird hier schnell Anschluss finden, in der Gemeinde, im Kindergarten. Und sie war auch schon in Buenos Aires engagiert bei Fridays for Future, eine weltweit umspannende Bewegung von jungen Menschen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.